Ja, kommen wir zum Teil 4 des Streams für Verwaltungsorganisation. Wir hatten beim letzten Mal zum Schluss über diese Arbeitsproduktivität gesprochen und auch kurz erläutert, wie diese unterschiedlichen Entwicklungen sich in den verschiedenen Ländern, ja, welche Begründungen dafür zu finden sind, beziehungsweise was man da anführen kann, was das eigentlich auch im Kern bedeutet. Hieran schließt sich jetzt diese Lernkontrolle an, die ich auch entsprechend nun durchgehen werde. Wir haben hier als erste Frage eben dieses Thema mit dem Abstimmungsgespräch mit einem Personalrat zum Datenschutz. Und Ihre Aufgabe ist es nun, die Ergebnisse zusammenzufassen und zu protokollieren. Handelt es sich hierbei um ein Protokoll und/oder einen Aktenvermerk? Das kann grundsätzlich natürlich beides sein. Also wenn wir neue Erkenntnisse haben oder eine wichtige für diesen Sachverhalt dieses Projektes, gerade in einer Abstimmung mit einem Personalrat, zu besprechende Inhalte, die natürlich bei einem Personalrat dann geht es mit Sicherheit dann um datenschutzrechtliche Fragen, wie hier dargestellt. Wenn da wirklich entscheidende, wichtige Meilensteinentscheidungen beziehungsweise neue Erkenntnisse entstehen, dann bräuchte man sowas auch in einem Aktenvermerk. Dann kann man eben auch, kann aber auch ein ganz allgemeines Protokoll sein, also es kann eigentlich natürlich auch beides sein. Und warum ist ein Aktenvermerk so wichtig oder warum kann er in diesem Kontext natürlich auch so wichtig sein? Weil Personalrat natürlich bei datenschutzrechtlichen Fragestellungen, die die einzelnen Mitarbeiter betreffen, natürlich ein großes Mitspracherecht haben. Zweite Frage hier, warum haben Stellenbedarfsermittlungen und Stellenplan für die Verwaltung eine sehr große Bedeutung? Mindestens zwei Gründe sollen genannt werden. Naja, das eine ist natürlich, dass wir im Dienstleistungsbereich tätig sind. Das heißt, unser Personalkostenanteil ist hoch und damit natürlich auch die Auswirkungen auf das staatliche Budget sind damit hoch. Und das bedeutet natürlich, dass das ein Grund schon wäre, weil wir eben auch im Dienstleistungsbereich unterwegs sind und wir hohe Personalkosten haben. Zweiter Punkt, natürlich werden in der Stellen oder über die Stellenbedarfsermittlung und den Stellenplan die Anforderungen an die Stellen beschrieben. Da hängt natürlich auch beispielsweise die Besoldung dran. Das heißt also, hier dürfen auch keine Fehler gemacht werden, weil sonst auch die Gefahr besteht, dass man falsche Kompetenzen anfordert oder ja, hinterher dann auch in einer Stellenbeschreibung ausschreibt. Wir dürfen uns auch bei der gesamten Stellenbedarfsermittlung natürlich nicht täuschen lassen. Wir dürfen nicht zu viel Personal haben oder zu wenig Personal. Wir haben ja auch über diesen Begriff Personalpuffer schon gesprochen. Drittes Argument wäre sogar noch, es ist natürlich ein wichtiges Steuerungsinstrument. Den gesamten Personalkörper der Verwaltung, der dokumentiert sich dann ja auch im Stellenplan. Und damit ist es natürlich, wenn ich im Dienstleistungsbereich bin, ein wichtiges Steuerungsinstrument für die Leistungserbringung meines Gesamtportfolios meiner Behörde oder meiner Institution, weil natürlich da diese Personalressource entsprechend auch langfristig dokumentiert, beinhaltet, geplant wird. Wir haben ja auch in diesem Kontext über KW-KU-Vermerke gesprochen, die natürlich auch ein Steuerungsinstrument sind, dahingehend, dass man bestimmte Stellen eben umwandelt oder eben auch ja, wegfallen lässt. Nummer 28 ist hier relativ einfach zu beantworten. Warum empfiehlt es sich, auf analytische Verfahren zu setzen? Die Legitimation der Stellen ist natürlich gegenüber dem Mittelgeber, Zuwendungsgeber, gegenüber einem Stadtrat, einem Kreistag oder auch einer übergeordneten Verwaltungseinheit natürlich immer notwendig. Und da das analytische Verfahren das genaueste Verfahren ist, ist es natürlich besonders geeignet für diese Stellenbedarfsermittlungen. Gleichwohl ist natürlich auch, sind analytische Verfahren auch immer angreifbar. Man kann dann immer an oder es werden immer Annahmen getroffen natürlich. Und diese Annahmen sind natürlich durch ja, Entscheidungsgremien in irgendeiner Form angreifbar. Dadurch, immer wenn ich Annahmen treffe, ist das nicht gleichbedeutend mit einer absoluten zutreffenden Zukunftsbild. Nummer 29 handelt es sich um ein Schätzverfahren, wenn Normwerte pro Person festgelegt werden.
Naja, die Frage kann man sich eigentlich schon selbst beantworten. Natürlich nicht. Schätzverfahren ist halt Schätzung. Normwerte sind immer Richtwertmethode. Und dementsprechend ist das hier, diese Aussage ist entsprechend falsch. Nummer 30. Hier sind ein paar Angaben gemacht zur Nettoarbeitszeit und zu dieser Bearbeitung eines Bürgeranliegens von 45 Minuten. Wenn Sie das ausrechnen, dann würden Sie jetzt ja erstmal ausmultiplizieren. Also so könnte man relativ einfach vorgehen. Wir haben 203 Kunden mal 12 Monaten mal 45 Minuten. Und wenn ich das Ganze dividiere durch 1750 Stunden pro Jahr mal 60, dann komme ich raus bei 1,044 Vollzeitäquivalenten. Das heißt ungefähr eine Vollzeitstelle. Und das Ganze ist natürlich ein analytisches Verfahren. Warum ist das so? Weil wir jetzt hier ja auch mit richtigen Größenmengen, in dem Fall eben mit Annahmen zu den einzelnen Fällen dieser Bürgeranliegen rechnen und gleichzeitig noch die Arbeitszeit berücksichtigen, dementsprechend analytisches Verfahren und im Ergebnis eben ungefähr eine Vollzeitkapazität, etwas mehr, 1,0, wie gesagt, 4,4. Nummer 31, die Beschäftigten eines Jobcenters arbeiten jeden Tag 8 Stunden und haben dann 4 Anträge bearbeitet. Der Geschäftsführer ist unzufrieden und er gibt es vor, die Anträge schneller zu bearbeiten, damit die Arbeitsproduktivität steigt. Erste Teilfrage hier, steigt die Arbeitsproduktivität durch die Anweisung? Wenn wir jetzt sonst keine Informationen haben, wenn wir sonst keine Informationen haben, ja, dann steigt natürlich die Arbeitsproduktivität, wenn die einfach schneller arbeiten sozusagen. Das könnte man jetzt auch ausrechnen im Beispiel, wenn man die Output im Verhältnis zum Input einfach betrachtet. Also grundsätzlich ja, weil bei einem gleichen Output eben weniger Input benötigt wird. Und in dem letzten Stream hatte ich ja auch ausgeführt, dass das natürlich an diesem Kaffeebeispiel auch, dass es natürlich immer nur berücksichtigt die reine Output-Menge im Verhältnis zur Input-Menge. Das sagt nichts über Qualität oder andere Aspekte halt aus. Da schließt sich eben die zweite Frage hier auch an. Welchen Einfluss kann eine steigende Arbeitsproduktivität auf die Qualität der Arbeit haben? Naja, theoretisch vielleicht gar keine. Ja, also es ist natürlich denkbar, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Und die Arbeitsproduktivität und die Qualität sich nicht gegenseitig widersprechen. Natürlich kann es sein, dass die Qualität sinkt, logischerweise, weil jetzt einfach schneller gearbeitet wird. Man ist vielleicht schlampiger in der Abarbeitung, das ist natürlich auch denkbar. Aber natürlich ist es auch theoretisch denkbar, dass die Qualität steigt, ja, weil zum Beispiel Sachverhalte oder einzelne Bearbeitungsschritte jetzt nicht einfach ausgesessen werden, sondern weil man einfach jetzt wirklich konzentriert an solchen Vorgängen arbeitet. Also die Arbeitsproduktivität, und das ist hier die Quintessenz, und die Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit, das kann man ohne wirklich Einzelanalysen überhaupt nicht beurteilen, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Gleichwohl dürfte klar sein natürlich, dass die Arbeitsproduktivität natürlich ein trotzdem wichtiger Indikator ist, das haben wir an dem Beispiel des internationalen Vergleichs oder letztlich zumindest dort auf jeden Fall schon mal gesehen. Gehen wir einen Schritt weiter und kommen jetzt hier zu den öffentlichen Ämtern. Und da fangen wir mal an mit den Beamten. Und es gibt diesen Begriff eben Funktionsvorbehalt oder eben auch Beamtenvorbehalt. Der Name deutet schon darauf hin, was es bedeuten könnte. Es ist auch normiert im Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz. Und so sinngemäß steht da, dass die Ausübung hoheitlicher Befugnisse als Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen sind, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen, eben Berufsbeamte. Dieses Treueverhältnis ist dabei besonders wichtig. Also muss man sich merken, hoheitliche Befugnisse. Also die der Staat im Besonderen eben in seiner Funktion ausführt, ist natürlich naheliegend, wenn wir an Justiz denken, an Polizei denken und so weiter, erfordern einfach ein besonderes Dienst- und Treueverhältnis.
Und das ist natürlich auch nachvollziehbar. Also wir brauchen natürlich, wenn wir den Polizisten nehmen, der jetzt hoheitliche Gewalt ausüben darf, und kein anderer darf es im Innern des Landes zumindest, nach außen hin könnten wir über die Bundeswehr sprechen, dann brauche ich da natürlich eine besondere Person, die in einem besonderen Verhältnis zu mir steht und die auch in besonderer Weise, dem ich in besonderer Weise vertrauen kann, diese Aufgaben entsprechend auch auszuführen. Und dafür gibt es eben auch wirklich dieses Berufsbeamtentum. Jetzt ist natürlich umstritten, und das ist der zweite Punkt, der hier wichtig ist. Also dieser Funktionsvorbehalt sagt eben, dass es nur diese oder dass es diese Form der Beauftragung gibt und dass eben diese Beamte eine besondere Stellung einnehmen. Aber der Umfang oder die Reichweite dieses Funktionsvorbehaltes ist im Einzelnen doch sehr stark umstritten. Das können Sie daran erkennen, beispielsweise, dass es Bundesländer gibt, in denen ein Lehrer eben verbeamtet ist und ein Lehrer eben im Angestelltenverhältnis arbeitet. Und auch da wird ein bisschen, ich will nicht sagen geschlampt, aber man sieht in den letzten Jahren, weil wir einen Lehrermangel hatten, dass viele Bundesländer wieder weggegangen sind von den angestellten Lehrern hin zu den verbeamteten Lehrern, um das als Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Bundesländern zu nutzen, die eben weiterhin angestellte Lehrer hatten. Und da kann man eben erkennen, dass das dann mit Funktionsvorbehalt natürlich relativ wenig zu tun hat. Man müsste im Grundsatz klären, ist das eine besonderes Dienst- und Treueverhältnis, was eben einen Berufsbeamten, nach einem Berufsbeamten verlangt. Das können Sie jetzt weitergehen, da können Sie auch über die Rolle eines Professors beispielsweise nachdenken, muss ein Professor Beamter sein und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das nicht so einfach zu beantworten. Deswegen steht hier, dass dieser Funktionsvorbehalt eben umstritten ist. Kommt auch noch dazu, es gibt auch gute Argumente, eben nicht verbeamtet zu sein, eben nicht dieses besondere Dienst- und Treueverhältnis einzugehen. Und das ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Da hatte ich auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Also es ist jedenfalls umstritten, was mit diesem, wie weit dieser Funktionsvorbehalt wirklich geht und welche nicht. Jetzt haben wir aus diesem Funktionsvorbehalt natürlich heraus ein besonderes Dienstverhältnis, das habe ich gerade angesprochen. Und daraus kommt eben diese Dienst- und Treuepflicht. Und ich gehe jetzt im Folgenden mal auf einige dieser Treuepflichten im Besonderen ein. Gleichwohl, das ist nicht abschließend. Und das Zweite ist, das wissen Sie ja, ich überlasse alles, was rechtliche Aspekte betrifft, gern Herrn Obermüller. Insofern will ich jetzt auch keine beamtenjuristische Diskussion führen, sondern nur mal die wichtigsten Dinge eben hier aufzeigen, die Ihnen auch bewusst sein sollten, falls Sie die Möglichkeit haben, verbeamtet zu werden. Also, erster Punkt ist hier mal voller Einsatz für das Amt. Was bedeutet das? Das bedeutet beispielsweise, dass Nebentätigkeiten, also wenn eine Amtsperson, ein Beamter, neben seiner regulären Tätigkeit etwas anderes noch tun möchte, das nennt sich eben Nebentätigkeiten, dann darf das nur ausnahmsweise ausgeübt werden und das muss auch entsprechend genehmigt werden. Das ist ein Privatrecht, ein Stück weit anders. Jetzt mal ganz ins Unreine gesprochen, wenn Sie im Privatrecht sich bewegen, dann dürfen Sie als, wenn Sie angestellt sind bei einer Firma, Nebentätigkeiten ausführen, soweit diese Nebentätigkeit nicht irgendwie konkurrierend zu ihrer Haupttätigkeit halt ist beispielsweise, ja. Also können Sie sich vorstellen, Sie sind Buchhalter in einem Unternehmen und das Unternehmen hat einen Steuerberater und Sie gehen dann abends noch zu demselben Steuerberater und bearbeiten dort noch die Sachverhalte, die Sie tagsüber in Ihrem Hauptamt oder in Ihrer hauptberuflichen Tätigkeit nachgegangen sind. Das ist natürlich irgendwie konkurrierend. Braucht man im Detail nicht darauf eingehen, voller Einsatz für das Amt, also Fokussierung dieser ja, persönlichen Arbeitsleistung auf dieses Amt, was Ihnen übertragen worden ist. Und diese Nebentätigkeiten, die es beispielsweise gibt, die müssen dann, wie gesagt, genehmigt werden und müssen Nachweise geführt werden und so weiter. Also es gibt klare Regeln, die auch sicherstellen sollen, dass es einen vollen Einsatz für dieses Amt entsprechend gibt. Da gibt es auch eigene Regelungen zu und dementsprechend ist das natürlich alles normiert. Zweiter Punkt, Gehorsamspflicht.
Gehorsamspflicht bedeutet, dass ich meinem Vorgesetzten gehorchen muss. Und da steht eben auch ein Artikel im Beamtengesetz dahinter. Das ist hier Paragraph 62 Absatz 2. Da ist es folgendermaßen oder vom Prinzip her, wenn ein Bauamtsleiter beispielsweise eine Abbruchverfügung an den Beamten gibt, er soll das jetzt bitte ausführen. Und jetzt sagt der Mitarbeiter, ich sehe das aber anders, da ist ein Ermessensfehler beispielsweise drin, über Ermessen hatten wir auch schon mal gesprochen. Und der davon ausgeht, dass das Ganze rechtswidrig ist, weil es sein Vorgesetzter ihm jetzt im Verwaltungshandeln überträgt, dann gilt es lediglich diesen Begriff des sogenannten Remonstrierens. Wir sehen das gleich auf der Folge oder auf den Folgefolien bei diesem kurzen Artikel über das Verhalten oder die Tätigkeiten von Herrn Scheuer. Da kommt dieser Begriff Remonstrieren wieder hoch. Und damit ist gemeint, dass der Beamte einfach nur anzeigen muss gegenüber seinem Vorgesetzten, dass er von dieser Rechtswidrigkeit überzeugt ist. Das ist eben dieser Begriff Remonstrieren. Aber wenn der Vorgesetzte darauf besteht, dann muss auch dieser Verwaltungsmitarbeiter diesen Abriss, den ich jetzt gerade genannt habe, beispielsweise verfügen. Also er soll halt ja, Feedback geben und von seiner Überzeugung, die soll er intern quasi dem Vorgesetzten auch mitteilen, aber gleichwohl, wenn der Vorgesetzte darauf besteht, dann ist der Beamte eben verpflichtet, dieser Weisung entsprechend nachzukommen. Das heißt, da kommt sehr gut diese Gehorsamspflicht zum Ausdruck. Wir sehen das, wie gesagt, in der Praxis noch in diesem kurzen Artikel, der da gleich im Folgenden, auf den ich gleich im Folgenden nochmal hinweisen werde. Dritter Punkt ist unparteiische Amtsführung. Das heißt eben Neutralität. Also Sie dürfen keine Partei ergreifen für eine, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Bauantrag geht und das ist ein Bekannter von Ihnen und dann sagen Sie natürlich, ja, schnell, der darf bauen und dann müssen Sie natürlich unparteiisch sein, wenn beispielsweise die Sicht des Nachbarn eingeschränkt werden könnte oder was weiß ich auch immer, dass man eben sich neutral verhält und unparteiisch ist in seiner Amtsführung. Und was hier natürlich auch dazu zählt, ist diese Fragestellung der parteipolitischen Neutralität. Das heißt also, dass sie nicht parteipolitisch handeln oder agieren. Und das ist einfach der Hintergrund, dass natürlich ein Beamter mit dieser besonderen Treuepflicht ist natürlich dem ganzen Volk verpflichtet. Ja, dafür hat er diese besondere Funktion und nicht einer Partei oder einem Partikularinteresse des Freundes oder so. Auf dieses Thema Unparteilichkeit kommen wir gleich im Folgenden noch ein, zweimal darauf zu sprechen. Uneigennützigkeit wahrzunehmen bedeutet einfach, dass eben er das Ganze uneigennützig tut, dass er sich natürlich nicht bestechen lässt. Das hängt der nächste Punkt eben dran. Verbot der Annahme von Belohnung und uneigennützig wirklich nur im Sinne dieses besonderen Arbeitsverhältnisses. Verbot der Annahme von Belohnung, da werden viele von Ihnen auch im Rahmen Ihrer Praktika oder im Rahmen der Vorstellungsgespräche oder der Hausregeln oder Ihres Vertrages, den Sie mit Ihrem Stipendiatsgeber haben, schon ganz viel gelesen haben. Es sind eben Belohnungen, dürfen nicht angenommen werden. Da geht es einfach um Bestechlichkeit und dementsprechend ist da besondere Vorsicht drauf oder besonderes Augenmerk drauf zu legen. Weil Belohnung muss ja nicht heißen, dass man automatisch jetzt hier irgendwie mal ein paar tausend Euro überwiesen bekommt, sondern das kann ja auch etwas sein wie mal ein Abendessen, Einladung oder ähnliches. Ist auch, muss man sagen, wenn wir jetzt an Ihre zukünftige Tätigkeit denken, auch nicht von der Hand zu weisen. Warum? Weil wenn Sie im IT-Bereich mitarbeiten, werden Sie oder zumindest ein Teil von Ihnen natürlich auch mit Vergaben zu tun haben. Vergaberecht haben Sie bei Herrn Obermüller. Und in diesem Zusammenhang sind IT-Vergaben natürlich ein ganz, ganz interessantes Thema für die Anbieter. Und dort wird natürlich versucht, also jetzt nicht, wir wollen nicht gleich von Bestechung reden, aber es wird natürlich versucht, sich einen Vorteil dahingehend zu verschaffen, dass man
bevorzugt wird. Und das sind dann eben keine riesen Geschenke oder so, sondern das kann mal eine Flasche Wein zu Weihnachten sein oder die, ja, die Einladung zum Essen oder ähnliches. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Deswegen auch hier der Begriff Annahme von Belohnungen. Hier Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das hängt so ein bisschen mit dieser Unparteilichkeit oder unter unparteilichen Tätigkeit zusammen. Hier heißt es einfach, dieses Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bedeutet einfach, dass ich natürlich diesen Staat, für den ich oder für den ich ja tätig werde, natürlich in besonderer Form verteidigen muss. Das heißt, ich selbst kann und darf gar keine Zweifel an dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung haben, weil das passt ja gar nicht zu meiner Tätigkeit. Wie soll ich denn unparteilich sein? Wie soll ich denn uneigennützig sein, wenn ich sowieso das gesamte Konstrukt, von dem ich jetzt ja auch meine Alimentierung, da kommen wir gleich drauf, habe, also meine Bezahlung auch habe, wie soll ich die denn wirklich neutral ausführen, wenn ich also Zweifel an dieser gesamten Grundordnung habe? Das ist auch natürlich ein Stück weit schwierig, dass wer Zeitung liest oder das verfolgt, da ist auch genau die Grenze beispielsweise, ob ein AfD-Anhänger nun wegen seiner AfD-Mitgliedschaft gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Das kann man im Allgemeinen verneinen, weil es immer nicht um die Mitgliedschaft geht, sondern es geht darum, wie ich selbst agiere. Und deswegen ist das auch nicht so einfach zu beurteilen. Und wenn Sie das mal verfolgen, auch in der Presse oder mal googeln, da gibt es immer nur Einzelfallentscheidungen, weil das reine Anknüpfen an einer Mitgliedschaft ist nicht ausreichend dafür. Als nächstes haben wir das Streikverbot. Das kann natürlich auch nicht sein, wenn Sie, oder es ist ja naheliegend, ja. Also das Verbot von Arbeitsniederlegung. Wir brauchen ja die Beamten, wie wir es gesagt haben, für diese hoheitlichen Aufgaben, diese hoheitlichen Befugnisse. Das bedeutet ja, wenn wir an Polizei, Justiz und so weiter denken, ja, wenn die jetzt mal einfach am Anfang würden zu streiken, die guten Polizisten, dann hätten wir wohl ein kleines Problem in unserem Land. Und dementsprechend ist es eigentlich, dieses Streikverbot lässt sich schon aus dem Funktionsvorbehalt eigentlich sachlogisch ableiten. Und deswegen gehört es einfach zu dieser öffentlich-rechtlichen Natur dieses Beamtenverhältnisses, dass es hier ein Streikverbot gibt. Das ist übrigens auch wieder ein wichtiger Unterschied auch zu den Angestellten des öffentlichen Dienstes. Die dürfen streiken und können, haben natürlich damit auch die Möglichkeit, Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Das haben wir in den letzten, naja, 20, 30 Jahren auch durchaus erlebt, gerade wenn es um die Frage auch von Vergütung ging. Also da können die Angestellten des öffentlichen Dienstes können dann streiken, die Beamten können nicht streiken. Und es gab es auch, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, in einigen Bundesländern, in Bayern beispielsweise, ist die Arbeitszeit eines Beamten höher als die eines Angestellten im öffentlichen Dienstes. Das, auch wenn die beiden Personen dieselben Aufgaben übernehmen, bedeutet das, dass man als Beamter dort auch schlechter gestellt sein kann. Und Grund dafür war eben, dass die Angestellten streiken konnten und die Beamten können nicht streiken. Und als letztes haben wir hier noch diese Amtsverschwiegenheit, ist, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Da geht es um alle zur Kenntnis gelangten Informationen, sind natürlich stillschweigend zu bewahren, sofern das jetzt natürlich auch notwendig und erforderlich ist. Das heißt, so Kleinigkeiten beziehungsweise ja, Allgemeinwissen oder so, das unterliegt jetzt nicht der Amtsverschwiegenheit. Aber es ist klar, wenn ich eine hoheitliche Aufgabe ausführe, mit diesen besonderen Funktionen, dass ich dann nicht als Polizist beispielsweise erstmal eine WhatsApp schreibe und in der WhatsApp-Gruppe mitteile, wer jetzt gerade alles festgenommen worden ist. Ich glaube, das versteht sich von selbst, dass hier eine besondere Form der Amtsverschwiegenheit einfach existiert. Genau, und deswegen bitte ich Sie, wir hatten gerade über das Thema Demonstrieren gesprochen, das ist auch hier ein kurzer Artikel, den Sie dazu haben. Lesen Sie sich den mal durch. Ich gehe dann beim nächsten Mal auch hier auf die entsprechenden Antworten ein oder auf diese Fragen ein und berichte mal von den Antworten. Und hier ist es eben auch ganz aktuell, was Remonstrieren wirklich in der Praxis auch tatsächlich
bedeutet. So, jetzt haben wir gerade gesagt, was muss der Beamte natürlich sehr verkürzt alles beachten und worauf kommt es an. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite auch besondere Verhältnisse oder besondere Fürsorgepflichten. Das ist hier das erste, des Dienstherrn für seine Beamten. Und das eine, also es ist quasi Gegenleistung, ja, zu dem, was wir gerade schon alles gesehen und gehört haben. Und das eine ist dieses sogenannte Alimentationsprinzip. Und dieses Alimentationsprinzip sagt halt aus, dass es um eine angemessene, standesgemäße Dienst- und Versorgungsbezüge geht. Also Dienstbezüge ist das, was Sie monatlich bekommen. Versorgung ist dann, wenn Sie eben in das Rentenalter eintreten und eine Pension erhalten. Was natürlich jetzt angemessen ist und standesgemäß, das ist natürlich, wie Sie sich lebhaft vorstellen können, wieder Gegenstand zahlreicher Gerichtsverfahren. Und vor nicht allzu langer Zeit, also vielleicht jetzt 5, 6 Jahre her, gab es einen entsprechenden Fall. Und da war beispielsweise konnte ein Oberstufenlehrer oder Rektor eines Gymnasiums eine höhere Besoldung haben oder mehr verdienen sozusagen als ein Professor. Und das ging vor Gericht und da kam raus, dass eben die angemessene standesgemäße Dienst und Versorgung eines Professoren nicht stimmt, weil als Rektor bzw. Oberstufenlehrer in einem Gymnasium habe ich geringere Qualifikationsvoraussetzungen als der Professor. Der Professor muss unter anderem eben promoviert haben. Er braucht Lehrerfahrung und so weiter. Also er hat eine deutlich höhere Anforderung an sein Qualifikationsprofil als der Lehrer. Und dadurch haben die Gerichte entschieden, dass das nicht mehr angemessen und standesgemäß ist. Im Ergebnis war es tatsächlich so, dass bundesweit es eine deutliche Aufstufung dieser Professorenbesoldung geben musste. Das heißt also, es hat auch ganz praktische Wirkung gehabt. Wenn Sie mich natürlich fragen, viel zu wenig, wie Sie sich vorstellen können. So, zweiter Fall, Lebenszeitprinzip. Wir haben ja eine besondere Aufgabe und eine besondere Funktion, wie schon rausgearbeitet, bei dem Funktionsvorbehalt. Das bedeutet jetzt hier, dass natürlich auch diese Aufgabe auf diese Person nicht zugeschnitten ist, aber natürlich auf Dauer angelegt ist. Und deswegen soll das Ganze auf Lebenszeit basieren, weil es um diese dauernde Wahrnehmung von hoheitsrechtlichen Aufgaben geht. Und das ist natürlich für die Sicherung des Staates und des öffentlichen Lebens von besonderer Bedeutung. Und deswegen ist es eine Lebenszeitbeziehung und eben nicht eine mal im kurzen privatrechtlichen Arbeitsverhältnis. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist natürlich mit dem Lebenszeitprinzip auch verbunden, dass der Beamte eine persönliche Unabhängigkeit erhält. Das heißt also, dass er sicher sein kann, dass er von seinem Arbeitgeber oder seinem Dienstherrn, das vielmehr ist der richtige Begriff, auch entsprechend entsprechend sicher sein kann, dass er seinen Arbeitsplatz nicht verliert. Das bedeutet natürlich auch, wenn Sie jetzt an dieses Lebenszeitprinzip denken, ist zum Beispiel sichergestellt, dass Sie nach so und so vielen Dienstjahren eine Mindestrente, also eine Pension bekommen, um sicherzustellen, dass sie einigermaßen unabhängig sind. Da hängt auch dran, dass beispielsweise dann eine solche Pension dann auch, falls der Partner stirbt, dann halt auch den Ehepartner übergehen kann und so weiter. Also an diesem Lebenszeitprinzip hängen natürlich auch verschiedene rechtliche und auch finanzielle Sachverhalte, die eben dieses Lebenszeitprinzip stützen und diese persönliche Unabhängigkeit einfach sicherstellen sollen. Das ist natürlich grundsätzlich für Beamte von Vorteil, was auch immer wieder Angriff von privater Seite ist, dass es den Beamten ja so gut gehen würde. Aber dabei wird oft vergessen, eben diese besondere Treuepflicht und diese besondere Aufgabe, die dahinter steht. Und natürlich auch, dass der Beamte, er kann natürlich seinen Beamtenstatus abgeben, aber einfach mal zu einem anderen Arbeitgeber wechseln, das ist natürlich in der Privatwirtschaft beispielsweise deutlich einfacher als hier als Beamter. So, dritte ist natürlich Hauptberuflichkeit.
Es geht ja um die Sicherung hoheitlicher Aufgaben und da sollte das natürlich auch im Hauptberuf ausgeübt werden, nicht in irgendeinem Nebenberuf. Und deswegen ist natürlich auch darauf ausgerichtet, dass solche Stellen Vollzeit besetzt werden können. Gleichwohl, natürlich gibt es auch Teilzeitregelungen, aber hier geht es wirklich um das Ziel, dass man das, dass man nichts in der Nebenher machen muss. Das wäre ja auch entsprechend tragisch schon fast. So, dann wird oft von einem oder wird von dem Leistungsprinzip gesprochen. Das ist geregelt im Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz. Da steht nämlich was drin: jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte. Und dabei ist es so, dass eine Auswahl also nach sonstigen Gesichtspunkten unzulässig ist. Das bedeutet also, es geht wirklich nur. Deutscher muss man sein, Eignung, Befähigung und fachliche Leistung zählen dazu. Und deswegen werden, oder das sind die Kriterien dafür, deswegen Leistungsprinzip. Das heißt, wenn ich in einer bestimmten Partei zugehöre oder was weiß ich, das hat damit nichts zu tun. Es geht wirklich um diese Leistung und Befähigung oder dieses Leistungsprinzip. Das bedeutet beispielsweise auch, dass was die Anstellung oder die Beschäftigung von Beamten betrifft, diese Auswahl ganz oft relativ, ich will nicht sagen komplex ist, sondern doch besonders vielen Auflagen oder auch Inhalten unterliegt. Wenn Sie beispielsweise jetzt dann ja, Ihr Studium beendet haben und vielleicht irgendwann Beamter werden können, dann gibt es wieder gewisse Voraussetzungen, da geht es dann um Beurteilung, es geht um die Dauer, die Sie jetzt im öffentlichen Dienst verbracht haben, ob Sie sich bewährt haben und so weiter. Also der Zugang ist dann wirklich, oder dieses Leistungsprinzip drückt sich auch ganz praktisch in der Personalauswahl aus. Wenn Sie mal oder Berufungsverfahren bei Professoren, die dauern dann teilweise mehrere Jahre, weil das eigentlich auch alles dokumentiert werden muss. Sie wissen das teilweise sicherlich. Es gibt dann Berufungsvorlesungen. Und so weiter und so weiter. Insofern, dieses Leistungsprinzip erleben Sie natürlich auch im Besonderen, was dieses Verfahren in Summe betrifft. So, und dann stellt sich natürlich die entscheidende Frage, ist die sogenannte Frauenquote, ich habe es hier mal sehr vereinfacht dargestellt, widerspricht das dann diesem Leistungsprinzip? Und da muss man grundsätzlich festhalten, dass Frauenförderung oder auch Bevorzugung weiblicher Bewerber sehr unterschiedlich beurteilt wird. Ja? Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Gerichtsurteile zu. Also die beispielsweise sagen, eine automatische Bevorzugung ist europarechtswidrig und stellt eine Diskriminierung des Mannes dar. In einem anderen Urteil wird beispielsweise gesagt, dass aber Frauen im Falle der Unterrepräsentanz bei gleich geeigneten männlichen Bewerbern diesen vorgezogen werden dürfen, sofern es diskriminierungsfrei geprüft wurde, ob für diese Bevorzugung bisher des Mannes im Besonderen Gründe in seiner Person liegen. Also ist es wirklich, was rechtlich oder was formale Dinge betrifft oder Urteile betrifft, ist es so, dass man nicht sagen, also grundsätzlich nicht sagen kann, dass per se Frauen bevorzugt werden dürfen. Was man auch sagen kann, und das ist ja das, was Sie hier im Artikel 33 Absatz 2 im Grundgesetz sehen, dass natürlich aus diesem Leistungsprinzip, das ich eben gerade auch zitiert habe und das Sie eben hier auch nachlesen können, daraus lässt sich natürlich keine Frauenquote in irgendeiner Form ableiten, weil dieser Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz ist natürlich geschlechterneutral. Das bedeutet, aus dem Leistungsprinzip lässt sich keine Frauenquote ableiten. Grundsätzlich gilt natürlich auch, dass männlichen Bewerbern dieselben Chancen haben müssen wie weibliche Mitbewerber. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass das in der Praxis natürlich auch oft anders gelebt wird. Ja, also da wird dann beispielsweise wird das implizit erwartet, dass Frauen auch berücksichtigt werden. Und dann passiert einfach Folgendes, dass dann bei Auswahlverfahren
einfach vorauseilender Gehorsam stattfindet. Das heißt, man achtet darauf, dass auf jeden Fall genug Frauen dabei sind oder genug Frauen eingeladen werden, um eben eine nächsthöhere Ebene beispielsweise bei diesem Thema Frauenquote zu befriedigen. Das sehen Sie auch daran, dass es in vielen Bereichen bei Mittelzuweisungen, beispielsweise bei Hochschulen, taucht dann eine Quote beispielsweise oder eine Kennzahl auf, die besagt Anzahl neu berufener Professorinnen. Ja? Und das bedeutet natürlich, dass man implizit natürlich darüber Druck ausübt, weil umso höher die Frauenquote, umso mehr Geld. Das widerspricht natürlich jetzt grundsätzlich erstmal diesem Leistungsprinzip auch nicht, weil es muss ja diskriminierungsfrei geprüft werden, wer bei gleicher Eignung und Befähigung geeignet ist. Aber natürlich wird es in der Praxis, das muss man ganz klar sagen, halt anders gelebt. Kommen wir zum nächsten, Amtspflichten und ihre Verletzungen, also auch das, wie kann es sich jetzt auswirken. Auch da wieder ist das keine vollständige juristische Abhandlung, die Sie jetzt hier sehen, sondern das ist eine ganz praktische Auswahl von Sachverhalten, die ich Ihnen kurz erläutern möchte und an die man einfach mal denken sollte, weil ein Teil von Ihnen wird ja auch mit Sicherheit verbeamtet werden. Also, was sind so Amtspflichten? Naja, Prüfung der Zuständigkeit, ganz wichtig, haben wir aus dem ganzen Thema Subsidiarität. Wir müssen erst klären, ist meine Person, ist meine Behörde eigentlich zuständig für diesen Sachverhalt? Wenn nicht, dann darf ich darüber ja gar nicht entscheiden. Unparteilichkeit hatten wir darüber gesprochen, also ich muss unabhängig entscheiden. Wenn ich dagegen verstoße, dann verstoße ich natürlich auch gegen meine Amtspflicht. Dazu gehört dann auch, dass ich rechtmäßig handle. Das heißt also, dass ich nicht irgendwie wieder dem, was im Gesetz erlaubt oder vorgesehen ist, dass ich dagegen verstoße und beispielsweise mir eigene Regeln gebe. Das darf natürlich entsprechend nicht sein. Vollständige Erforschung des Sachverhalts heißt hier, ich bleibe bei dem Beispiel von vorhin, wir haben eine Garage oder wir haben einen Bauantrag vorliegen, da kann ich nicht einfach mal schnell mal genehmigen, sondern ich muss wirklich erforschen den Sachverhalt, welche Auswirkungen hätte das, gibt es Beeinträchtigungen von Anwohnern beispielsweise, also ich darf es mir nicht so einfach machen und einfach mal schnell entscheiden, sondern ich muss den Sachverhalt natürlich vollständig durchdringen. Über Verschwiegenheit hatte ich schon gesprochen. Ja, also alles, was natürlich mit der Amtstätigkeit zu tun hat, bleibt natürlich oder gilt der Grundsatz der Verschwiegenheit. Und dementsprechend darf ich mich dann dazu nicht äußern. Der nächste Punkt ist hier die Erteilung von Ratschlägen. Das ist ganz interessant oder das ist auch wichtig, mal zu wissen. Also wenn Sie beispielsweise, Sie arbeiten in einer Behörde und da kommt jemand rein und gibt Ihnen einen und stellt einen Antrag, egal jetzt mal auf was, und Sie sehen schon, dass der Kunde vergessen hat, den Antrag zu unterschreiben. Jetzt könnten Sie natürlich den Antrag mal lustig annehmen und sich ins Fäustchen lachen und könnten ihn dann einfach in 6 Wochen mal eine Ablehnung seines Antrags schicken, weil er nicht vollständig oder richtig ausgefüllt wurde. Ja? Und damit sowas nicht passiert, ist eben diese Amtsperson oder der Beamte eben auch zur Erteilung von Ratschlägen verpflichtet, wenn es denn auch so offensichtlich ist, was da passiert ist, nämlich dass der Antrag beispielsweise unrichtig ausgefüllt wurde. Das stellt natürlich auch sicher, dass das Verwaltungshandeln nicht willkürlich wirkt, sondern dass man da eben auch ganz praktisch und lösungsorientiert mit umgeht. Und dann haben wir noch diesen Punkt, der ist auch nicht so bekannt, aber es ist schon wichtig. Es gibt eine sogenannte Aussagegenehmigung und das bedeutet, dass der Beamte ohne Genehmigung seines Vorgesetzten oder seiner vorgesetzten Dienststelle weder vor Gericht noch außergerichtlich Erklärungen oder Aussagen abgeben darf, wenn sie mit der amtlichen Tätigkeit zu tun haben, ja, oder eben und auch Geheimhaltung zu tun haben. Das heißt also, wenn Sie aufgrund eines Sachverhalts, der mit Ihrer Arbeit zu tun hat,
irgendeiner Form vor Gericht geladen werden, dann müssen Sie vorher sich diese Ausnahmegenehmigung Ihres Dienstherrn einholen. Und das ist einfach diese Besonderheit, bedingt natürlich durch durch den Funktionsvorbehalt wiederum, dass wir eben besondere Aufgaben übernehmen und deswegen resultiert daraus auch diese Aussagegenehmigung. So, ich komme jetzt nochmal kurz zu dem Thema Unparteilichkeit versus Mitgliedschaft in einer Partei. Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet. Eine Unparteilichkeit hindert nicht an einer Parteimitgliedschaft. Das heißt also, Sie können gerne in der AfD sein oder was weiß ich, bei der DKB ist eine Bank, bei der KPD, wenn es die noch gibt, Kommunistische Partei Deutschland, jedenfalls gab es die früher mal. Also, es geht nur darum, dass eben Extremisten keine Beamte werden können. Es geht immer um diese Verteidigung der freiheitlichen Grundordnung, von der ich vorhin schon stand. Und da geht es ja auch darum, dass Sie mit der Verbeamtung ja auch einen Eid auf diese freiheitliche Grundordnung schwören, diese zu verteidigen sozusagen. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass wenn Sie jetzt in einer Partei beispielsweise sind, wie der AfD, dass sie dann einfach auch ein Mäßigungsgebot haben. Und deswegen wird ja gerade auch viel darüber diskutiert, oder es war ja in den letzten Wochen in der Presse, ob dieser rechte Flügel der AfD eben geeignet, oder die Mitglieder in diesem Bereich oder die sich dort eben versammeln, ob die nicht gegen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Und damit würde man es als Beamter, wenn man dieser Strömung angehört, sicherlich Probleme mit diesem Mäßigungsgebot bekommen. Nämlich, bin ich dann noch in der Lage, wirklich unabhängig meiner Beamtentätigkeit in der dafür vorgesehenen menschlichen Reife, möchte ich es mal nennen, wirklich nachkommen zu können. Wichtig auch noch zu wissen, es gibt im bürgerlichen Gesetzbuch, wenn ich gegen Amtspflichten verstoße, gibt es tatsächlich auch Schadensersatzanspruch gegen Beamte sozusagen. Das ist dort alles geregelt in § 839 BGB. Und das resultiert dann aus eben Amtspflichtverletzungen. Das heißt, ich habe immer sicherzustellen, dass ich meine Amtspflichten entsprechend einhalte. Und ansonsten, wenn jetzt jemand dadurch zu Schaden kommt, dass ich das eben nicht tue, dann entsteht ein Schadensersatzanspruch. Also beispielsweise Verschwiegenheit, ja. Ich habe in meiner WhatsApp-Gruppe, wie vorhin als Beispiel genannt, gesagt, Herr Schmidt beispielsweise, ja, den haben wir festgenommen, endlich, ja, den blöden Sack, der hat seine Frau geschlagen, nur mal als Beispiel, ja. Und dann ist das schon mal eine Vorverurteilung und ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht. Und wenn mir jetzt, also mir Schmidt sozusagen jetzt, ein Schaden dadurch entsteht, weil mein Ruf ruiniert ist oder weil mein Arbeitgeber mich rausgeworfen hat, dann entsteht mir ein Schaden, dann kann ich den Beamten dafür haftbar machen. Und das ist aber ein relativ komplexes Thema. Deswegen will ich hier auch im Detail nicht drauf eingehen, weil das rechtlich relativ schwierig ist. Und das sind natürlich ganz spezifische Fragestellungen, die dann dahinter stehen. Und diese Schadensersatzansprüche sind wirklich nicht so einfach per se. Da gibt es jetzt auch kein einfaches Muster, wenn Sie dort sagen wollen, das ist es, das ist es nicht, welcher Schadensersatzanspruch entsteht da. Das ist nicht so einfach. Quintessenz oder Botschaft für Sie ist einfach, achten Sie auf die Amtspflichten. Die sind teilweise eben auch nochmal, wenn Sie jetzt anfangen in einer bestimmten Behörde, nochmal besonders herausgehoben oder da gibt es Formblätter zu, da gibt es Regelungen zu. Die muss man alle verinnerlichen. Und dann ist eine Amtspflichtverletzung auch typischerweise eigentlich nicht der Fall. Ja, ich will jetzt hier auch keinen entsprechend Angst machen. So, und dann gibt es so Amtsbezeichnungen, die haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen. Das sind jetzt hier die entsprechenden Besoldungs- und Vergütungsebenen im A-Bereich. Wir kommen noch auf weitere. Und ganz einfach, das hier ist immer die kleinste Zahl ist die kleinste Gehaltsgruppe, die größte Zahl ist die größte Gehaltsgruppe. Wir haben hier eben auch, was Sie sehen, ist hier zum Beispiel steht Betriebsassistent und Betriebsassistent. Das ist kein Schreibfehler oder so, sondern es ist möglich, dass ich sowohl besoldet sein kann für als Betriebsassistent oder Ihr erster Hauptwachmeister in der A5 als auch in der A6.
Das hängt von vom Stellenplan natürlich auch wieder ab. Das hängt von verschiedenen weiteren Aspekten ab. Das heißt, hier kann es immer Überschneidungen geben. Was klar sein dürfte, ist auch, wenn Sie nur schon mal die Begriffe durchgehen, hier taucht ein Arzt auf beispielsweise, dass natürlich das Ganze auch immer logischerweise normiert oder hinterlegt ist mit einem bestimmten Vorbildungsniveau, das heißt also einer bestimmten Ausbildung, die erforderlich ist. Ja? Wie beispielsweise, wenn Sie jetzt hier Arzt sein wollen, dann müssen Sie halt eine entsprechende medizinische Ausbildung natürlich haben. Diese Begriffe, die tauchen, wenn Sie jetzt im Binnenverkehr sind oder wenn Sie mit einer Behörde zu tun haben, durchaus auch mal bei einer E-Mail oder in einem Brief auf. Die haben dann schon einen gewissen Wert, weil darüber klar wird, also wenn Sie jetzt sehen, Obersekretär, ja, oder wenn Sie wüssten, was ein Obersekretär ist, dann dürfte klar sein, dass es von der reinen Hierarchie jetzt keine besonders wichtige Person. Deswegen dient natürlich diese Amtsbezeichnung auch ein Stück weit für den Externen, um nachzuvollziehen können, was ist das eigentlich für ein Würstchen. Im normalen Geschäftsleben, das werden Sie auch in Ihren Behörden erlebt haben, haben die jetzt keine besondere Bedeutung. Ja? Es gibt natürlich Menschen, die das auf ihre Visitenkarten besonders gerne draufschreiben, weil das natürlich irgendwie total wichtig klingt. Aber die wirkliche sag ich mal, Bedeutung dieser Bezeichnung, die ist doch nicht überschaubar, aber hat so viel praktischen Nutzen dann nun auch nicht. Was man auch erkennen kann oder was man hier wiederum sieht, das ist genau umgekehrt. Ja? Oder hier sehen Sie auch diese Beziehung. Ich habe es gerade schon mal gesagt, es hängt immer an der Vorbildung. So ungefähr ist das hier nochmal skizziert. Ja? A2, A5 angelernt, Berufsausbildung, Fachhochschulstudium, Universitätsstudium. Und hier sehen Sie das entsprechend auch, was die Angestelltenverhältnisse betrifft. Da sind das eben keine A's, sondern es sind halt E's. Ja? Also Entgeltgruppe heißt das hier. So, dann eine Fragestellung kann man jetzt hieraus schon ableiten. Wir sehen hier einfacher Dienst und mittlerer Dienst, also von A2 bis A8. Frage ist jetzt, sind denn Neueinstellungen in Bereichen von A2 bis A8 als Beamte in der öffentlichen Verwaltung überhaupt denkbar? Und wenn Sie jetzt über diesen Funktionsvorbehalt nochmal nachdenken, dann könnten Sie relativ einfach drauf kommen, dass eine Einstellung im Bereich von A2 bis A8 eher, na, ich will nicht sagen, ungewöhnlich, aber jedenfalls nicht die Regel ist. Warum? Weil Funktionsvorbehalt bedeutet ja, dass ich eine besondere Aufgabe übernehme. Und typischerweise ist diese besondere Aufgabe auch an eine besondere Ausbildung gebunden. Ja, das bedeutet, so einfache angelernte Tätigkeiten, da fällt uns ja quasi bei einem Botendienst, fällt uns doch nicht ein, warum ein Botendienst jetzt wirklich beispielsweise eine Verbeamtung nach sich ziehen sollte im Sinne dieses besonderen Treueverhältnisses. Deswegen findet man aber natürlich trotzdem hier so gerade in dem Bereich mittlerer Dienst oder so, oder vielleicht auch, das weiß ich nicht ganz genau, aber höchstens vereinzelt hier im einfachen Dienst, diese Verbeamtung dann, wenn wir ganz besondere Tätigkeiten haben, die eine Verbeamtung notwendig machen. Denken wir beispielsweise an die Justiz. Ja, also da werden ja in der Justiz werden ja ganz, ganz viele sehr sensible Informationen, Akten über entsprechende Gerichtsverfahren gesammelt. Da geht es um personenbezogene Daten beispielsweise. Und da ist natürlich denkbar, dass ich dann auch sicherstellen muss, dass so ein einfach, ich sage es jetzt mal etwas ja, provokant, aber so soll es nicht klingen, dass selbst jemand, der einfach nur Akten von A nach B schubst, ja, dass man dem, weil diese Inhalte der Akten so sensibel sind, dass man den dann auch verpflichtet über das Beamtenverhältnis. Dann können wir auch mit einfachen Besoldungsgruppen hier natürlich auch verbeamten.
Aber ich glaube, es ist einleuchtend, dass so das Typische sich nicht hier abspielt, ja, sondern das Typische spielt sich eher hier ab, ja, in diesen Bereichen. Denn auch wenn Sie beispielsweise Polizeidienst machen, ja, dann brauchen Sie ja inzwischen so ein Fachhochschulstudium, was da dranhängt und so weiter und so weiter. Insofern können Sie daran ablesen, dass also wirklich die Verbeamtung eher hier in diesem oberen Bereich dann liegen. Hier ist nochmal ausgeführt, was diese Bereiche hier so ausmachen. Es gibt natürlich dann auch immer wieder Anpassungen, Verschiebungen, das ist, glaube ich, selbstredend, weil man Leute höher gruppiert, weil man die Leute besser bezahlt und so weiter. Also das ist auch kein ganz statisches System, das muss man einfach dazu wissen. In der Praxis ist es dann so, das ist jetzt hier eine ältere Version aus 2018, Sie haben hier die Besoldungsgruppe. Und dann ist hier noch was von Erfahrungszeiten die Rede. Erfahrungszeit bedeutet, dass ich gewisse Jahre in einer Erfahrungszeit drin bleiben muss. Also 2 Jahre 1, dann komme ich auf die 2, 2 Jahre 2, komme ich auf die 3 und so weiter geht das hier. Und hier sind es dann 3 Jahre. Bedeutet, wenn man sich das überlegt, das geht immer von links nach rechts sozusagen und dann geht es hier unten weiter. Ja? Das sind immer die Besoldungsstufen. Bedeutet natürlich auch, dass das hier ein Prinzip, ich nenne es jetzt mal so, des Aussitzens ist. Machen Sie nichts verkehrt und bleiben einfach nur in Ihrer Besoldungsgruppe, wird es automatisch mehr. Unabhängig mal von Tariferhöhung. Ja? Einfach nur durch Sitzen wird es mehr. Dann geht das ja hier so weiter. Das sehen Sie dann also über diese ganzen Besoldungsgruppen. Sie sehen jetzt auch hier diese entsprechenden Entlohnung. Und was auch klar sein dürfte, ist, dass das, was hier passiert, natürlich eigentlich volkswirtschaftlicher Blödsinn ist. Warum? Weil wenn Sie jung sind und anfangen als Beamter und eine Familie gründen wollen, ein Haus kaufen wollen, dann bräuchten Sie eigentlich viel. Also Erfahrungszeit müsste man de facto volkswirtschaftlich umdrehen. Weil wenn Sie alt sind, ja, hier oben, dann dürfte klar sein, dann brauchen Sie eigentlich nicht mehr so viel. Ja, also das Prinzip ist wirklich auf, ich nenne es jetzt mal so, Aussitzen ausgelegt. Dann sehen Sie hier Folgendes auch, kann man erkennen, dass so Übergänge zwischen gewissen, also von einer Besoldungsgruppe A3, oder wenn Sie jetzt hier nach oben gehen, heißt das ja immer mehr Verantwortung und höhere Ausbildung. Das hatten wir ja gerade festgehalten. Das bedeutet aber, dass es für jemanden, der in der A6 ist, in dieser Erfahrungsstufe 9, dass es sich für ihn gar nicht lohnt, in die A7 auf die Erfahrungsstufe 1 zu kommen. Ja, also das Anreizsystem ist dort auch schwierig. Man versucht das inzwischen ein bisschen zu lösen, weil man dann sagt, okay, dann musst du halt nicht hier in die 1 wieder rein, wenn du von der A6 auf die A7 gehst. Aber es ist tatsächlich in der Praxis ein reelles Problem, dass es sich für le viele Leute einfach nicht lohnt, höhere Verantwortung zu übernehmen. Denn was auch klar sein dürfte ist, umso höher, umso mehr beispielsweise Personalverantwortung haben Sie mehr. Umso mehr Druck herrscht sicherlich auch in der Tätigkeit. Und wenn Sie jetzt nur mal hier durchscannen, möchte ich es mal nennen, dann sehen Sie, dass diese Unterschiede teilweise so marginal sind, dass sich der Übergang in eine höhere Verantwortungsgruppe überhaupt nicht lohnt. Ja? Oder es sich so wenig lohnt, dass viele ablehnen. Und das kennt man auch, oder wenn Sie, Teil von Ihnen hat ja auch ja, Angestellte oder Beamte in den eigenen Reihen, die werden Ihnen das bestätigen, dass es da ganz oft eben ja, kaum Anreize gibt, dann mehr Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn Sie sich vor Augen halten, man hätte jetzt hier in dem Bereich das Ende erreicht und man hätte jetzt hier auch das Dienstalterende sozusagen erreicht. Dann legen wir jetzt hier bei 7.070 Euro und der blutigste Anfänger mit einer deutlich schlechteren Ausbildung liegt bei 1.965 Euro. Das klingt natürlich, oder das sieht man natürlich auch, dass das irgendwie 5.000 Euro Unterschied sind, aber eine vergleichbare Skizzierung innerhalb eines Unternehmens würde hier nicht 5.000 Euro ausmachen, ja, sondern würde im Monat wahrscheinlich 50 oder 60 oder 100.000 Euro ausmachen. Das heißt, die Spreizung zwischen
einfachen Tätigkeiten und sehr anspruchsvollen Tätigkeiten und anspruchsvolle Ausbildung ist in der öffentlichen Verwaltung, auch bei den normalen Entgeltgruppen, also bei den Nichtbeamten, nicht sehr hoch. Das ist natürlich nicht unbedingt motivationsfördernd, wie Sie sich vorstellen können. Hier sehen Sie noch eine Ebene, die oberhalb von A liegt, nämlich B. Aber da geht es jetzt schon, B-Besoldung finden Sie nur in ganz, ganz größeren Behörden, bei Amtsleitungen, Staatssekretären, Ministern und so weiter. Das heißt also, das hier sind eher die wirklichen Ausnahmegehaltsgruppen, dieser Bereich B. Wenn Sie ganz normal eine Entwicklung vornehmen, werden Sie B nie erreichen. Ja. Aber man kann das ja auch nicht ausschließen. Jedenfalls, die Luft wird dünn bei der Anzahl der Stellen. Sie wissen das ja aus dem Stellenplan heraus. Ja, ist es so, dass natürlich im Stellenplan alles beschrieben ist. Und wenn Sie sich an das Beispiel der Stadt Goslar erinnern, da gab es, glaube ich, für den Bürgermeister eine B-Besoldung. Und die nächste Besoldung war, glaube ich, schon hier eine A16 oder so. Das heißt also, selbst bei einer Stadt mit rund 50.000 Einwohnern oder so, selbst als Bürgermeister mit mehreren hundert Mitarbeitern in der Verwaltung, das dürfen Sie auch nicht vergessen, ja, sind Sie da jetzt nicht so viel besser gestellt oder so signifikant besser gestellt wie jetzt ein leitender Angestellter in der Behörde selbst oder in dieser Stadt selbst. So, es gibt noch besondere Besoldungsebenen. Es gibt hier noch die C-Besoldung und W-Besoldung. Das sind jetzt hier bei Professoren. Das ist eine alte Regelung hier. C, die gibt es noch. W ist, sollte mal ein Anreizsystem sein für die Auflösung des angeblich nicht funktionierenden C-Systems. Da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. W-Besoldung sollte jetzt halt einfach ein bisschen höher sein. Und gleichzeitig sollte es Anreizsysteme geben, damit die Professoren auch mehr oder sinnvollere Tätigkeiten vollziehen. Hat auch noch bedingt funktioniert, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und was sie alle kriegen als Beamte, sind diese Familienzuschläge. Das eine ist eben, dass man verheiratet ist und dann geht es hier um die entsprechenden Kinder und nochmal unterschieden ist das Ganze dann halt nach dem nochmal nach der Anzahl der Kinder und den Besoldungsgruppen. Also Familienzuschlag kommt da immer nochmal obendrauf. Und die aktuellen Tabellen würden Sie jetzt halt auch finden auf den Webseiten, die Sie hier oben auch sehen, über das NLBV, Niedersächsisches Land für Besoldung und Vergütung. Da finden Sie auch mal die aktuellen Zahlen. Hier auch nochmal der Vollständigkeit halber im Bereich Niedersachsen, was die E-Besoldung, also die Angestellten des öffentlichen Dienstes betrifft. Und auch hier sehen Sie, dass man da nicht weit voneinander weg ist, wenn Sie die Stufeneinteilung jetzt vergleicht zu den A-Besoldungen. Das bedeutet also auch, dass es hier keine Riesenunterschiede gibt. Dem ist dann auch so. Es gibt natürlich auch nochmal Zuschläge hier, da will ich jetzt alles nicht drauf eingehen, aber das Ganze ist halt dann auch ein ja nicht komplexes System, es ist sehr transparent. Man kann jetzt auch die Vorteile rausziehen. Dass natürlich eigentlich, wenn Sie wissen, in welcher Besoldungs- oder Vergütungsgruppe sich ein Mitarbeiter befindet, Sie immer auch erkennen können, wie viel er verdient und damit eigentlich auch ein Stück weit dieser eventuelle Neidfaktor, dieser Neidfaktor vielleicht auch ausgeschaltet wird im Vergleich zur Privatwirtschaft. Daran schließt sich auch Folgendes an, was Sie sich auch mal anschauen sollten. Wir haben diese Dokumente 2 und 3. 2 ist hier mit so Leitfragen, 3, Entschuldigung, ist hier so mit Leitfragen versehen. Da ist nämlich eine Jobstudie, die immer wieder raus oder die immer wieder herausgegeben wird von Ernst & Young. Und da ist auch nochmal eine Unterscheidung für den öffentlichen Dienst drin. Und dann haben wir dieses Dokument 4. Da geht es insbesondere um dieses Thema In-sich-Beurlaubung in dem besonderen Fall der Bundesagentur für Arbeit. Und was ich gerne möchte oder wozu ich Sie animieren möchte, ist, dass Sie mal darüber nachdenken, ist dieses System eigentlich gerecht? Ist dieses System sinnvoll? Und ist dieses System der Besoldung und Vergütung eigentlich auch motivierend für die Beschäftigten? Das ist ja eine wichtige Frage für Sie persönlich, weil Sie natürlich auch davon entweder profitieren oder darunter leiden. Das müssen Sie jetzt für sich entsprechend mal herausfinden.
Okay, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich werde dann auf die offenen Punkte und Fragestellungen dann entsprechend auch wieder eingehen. Vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.